Wir befinden uns im Wettlauf gegen die Zeit, gegen Thanos. Er sammelt Bösartigkeit, wir sammeln Bösartigkeit. Der, der zuerst 15.000 bekommt, gewinnt. Das ist nicht das große Problem. Das große Problem ist, wir dürfen ihn nicht mehr als 6.000 Bösartigkeit sammeln lassen, wenn wir die Errungenschaft haben wollen. Aus diesem Grund müssen wir ganz schön schnell unterwegs sein. Eigentlich wollte ich auch ein bisschen auf Untote gehen, aber wir haben gerade keine andere Wahl, als auf Dämonen zu gehen. Denn die Dämonen können sich selber regenerieren über Zeit. Das heißt, hier in der Oberwelt, während wir hier im Wettlauf gegen die Zeit sind, können wir tatsächlich ein bisschen was anrichten gegen die Feinde. Und müssen dann nicht wieder zurück in den Dungeon, um uns wieder zu regenerieren. Weshalb wir wahrscheinlich wieder in den Dungeon müssen, immer wieder mal, ist, um ihn zu verteidigen. Denn wir haben hier nicht nur einen Wettlauf gegen die Zeit, sondern werden währenddessen auch die ganze Zeit angegriffen. Und ob unsere Fallen hier schon reichen? Ich glaube noch nicht. Ich bin ein bisschen überfordert mit so vielen Dingen, auf die wir achten müssen. Aber es bringt auch richtig viel Spaß. Es ist ziemlich cool. Wir zerstören jetzt hier den Bautrupp. Brauchen natürlich auch Gold, um dann entsprechend das auch investieren zu können. Aber das kriegen wir hier auch noch hin. Hier haben wir noch eine Diamantader. Hier haben wir noch neues Gold. Alles gut. Nehmen wir alles mit. Ein neuer Bereich wurde im Dungeon aufgedeckt. Das hört sich immer gefährlich an. Kalia und das schnelle Böse hatten einen Hilfsgütertransport vernichtet, bevor Thanos dazu kam. Da sind Mana-Linge. Das ist nicht gut. Das bedeutet, wir müssen jetzt ganz schnell zurück. Sollte das Böse daran interessiert sein, gegen Thanos zu bestehen, musste es zwangsläufig die Kapazitäten seines Gewölbes der Bösartigkeit erweitern. Hierhin. Und die hier werden gut aufgehalten. Das ist ja erstmal das Wichtigste für uns, dass die gut aufgehalten werden. Aber die müssen natürlich auch, ja, sollten auch ein bisschen was verlieren. Insbesondere auch, was Geld angeht. So. Ja, sieht doch alles ganz gut aus. Wir kommen jetzt auch ein bisschen zu Geld. Und ich weiß gar nicht, ob es immer so super viel Sinn ergibt, was ich sage. Weil es echt schwierig ist, hier auf alles zu achten. Ist hier Thanos eigentlich? Ja, Thanos greift ein gutes Wesen an. Das müssen wir leider verhindern. Die Frage ist, haben wir genügend Zeit, um das zu verhindern? Ich weiß es nicht. Wir haben eine Errungenschaft, die wir haben wollen. Die besagt, dass er kein gutes Wesen zerstören darf. Wir werden jetzt nicht irgendwelche Spielchen machen im Sinne von, wir laden neu oder so. Falls es nicht klappt. Oh, die sind jetzt schon beim Kern. Wir müssen ganz schnell gleich zurück. Froggy. Die Armeen des gnadenlosen Bösen stürzten sich in den Kampf mit dem Hypno-Bullfrog, um wunderbare Bösartigkeit zu verdienen. Froggy, wir töten dich mit Freude. Wir müssen dann aber ganz schnell unseren Kern verteidigen. Wir sind gleich tot. Oh mein Gott. Fast alle sind gestorben. Thanos, du darfst sie nicht mehr angreifen. Weg, 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 weg hier. Thanos, du darfst nicht den Last Hit machen. Thanos, du darfst nicht... Mach dich bereit zu sterben. Ich habe schon so viel Macht angesammelt. Dein Ende ist nah. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob wir gerade den Last Hit hatten oder er. Feinde sind im Dungeon. Ich habe echt keine Ahnung. Hat er den Last Hit bekommen? Schon wieder.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt hier Feinde haben, mitten im Lager. Und dass wir jetzt ganz schnell unsere Leute wiederbeleben müssen. Das ist alles echt stressig. Wir spielen auch auf der höchsten Schwierigkeit. Und daher dürfen wir uns nicht beschweren, dass es schwierig ist. Das gehört dazu. Das wollten wir ja auch in gewisser Hinsicht. Aber das ist wirklich eine sehr stressige Mission. Eine sehr stressige Mission. So, lock die mal hier so ein bisschen rein. In diesen Raum. Nee, wollt ihr nicht. Dann greift mal an. Die werden hier oben noch ein bisschen aufgehalten. Wir können unsere Fallen auch noch mal ein bisschen verstärken. Ja, zumindest die Bodenfallen. Zumindest die Bodenfallen noch mal verstärken. Für noch mehr Schaden. Das ist gut. Machen hier auch den Schaden. Aber reicht das jetzt, um den Feind hier gänzlich zu besiegen? Niemand weiß es so genau. Euer Thronsaal wird angegriffen. Ich versuche mal hier ein bisschen manuell die Leute wieder zu beleben. Was schwierig wird. Bei all dem Stress. Oh mein Gott. Ist es wieder eine Niederlage für uns? Könnte sein. Dabei lief es doch echt ganz gut. Zwischenzeitlich. Der Hypno-Bullfrog erwachte wieder zum Leben. Verteidigt den Thronsaal! Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Und das Schlimmste ist, ich weiß es noch nicht mal, ob wir das geschafft haben, dass Thanos kein gutes Wesen töten darf. Ich kann es echt nicht sagen, ob das jetzt geklappt hatte oder nicht geklappt hatte. Der Thronsaal wird angegriffen. Und wir können Gorgo holen. Das ist natürlich ein gutes Ding. Das ist natürlich gut, dass wir ihn holen können. Warten wir mal kurz die beiden ab. Gorgo kommt dann hier rein. Na komm schon. Ein Gorgo zum Mitnehmen bitte. Na gut. Gorgo, du sollst nach oben. Können wir nicht. Das ist ja gemein. Okay, ich hätte ihn jetzt gern an die Oberwelt geschickt, um da so ein bisschen Quatsch zu machen, aber das konnten wir leider nicht tun.
Aber jetzt können wir einmal mit ihm rüber. Feinde sind im Dungeon. Migorgu kommt nicht mit, sehe ich das richtig? Gorgu ist jetzt nicht mitgekommen. Wahnsinn. Das ist ja echt gemein. Das ist ja echt gemein, dass er nicht mitgekommen ist. Ja, was machen wir dann? Dann gehen wir wieder zurück. Wir verbessern die Fallen. Es ist Zahltag. Wir verbessern weiterhin die Fallen. Und richten jetzt mal das Quietsche-Entchen-Büro ein. Nicht, dass unsere Krieger gleich nicht mehr angreifen wollen. Das heißt, da kommen die Quietsche-Entchen rein. Unendliche Goldquelle. Nicht unendliche Goldquelle. Aber immerhin kommen wir mal wieder zu Gold. So, 1, 2, 3 nochmal. Okay, jetzt haben wir wieder unsere volle Armeestärke. Und wir holen uns hier das Heldenlager. Und schnappen es Thanos weg. Denn wenn wir das schon mit dem guten Wesen eventuell nicht hinbekommen haben, dann kriegen wir es zumindest mit dem Heldenlager hin. Tja, siehst du, wie man das macht, Thanos? Der Tag, an dem dir Talia ein Kämpf vor der Nase weggeschnappt hat, war sicher ein bedeutender Tag in deinem Leben. Aber für mich ist einfach Mittwoch. Das sagtest du bereits, liebe Talia. Thanos ist jetzt hinter uns her. Das ist für mich, glaube ich, in Ordnung. Ich guck gleich mal. Greifen wir hier oben einfach mal an. Und er hat abgedreht. Dann können wir hier rauf. Dann können wir hier rauf. Oh, Tentakel-Action funktioniert leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ist aber in Ordnung, denn die Sukubi sind übermotiviert am Start. Das Heldenlager hier verleiben wir uns ein. Tja, da staunst du, Thanos. Dieses Gebäude haben wir zerstört. So, schauen wir mal, ob ihr hier rauskommt. Na komm schon. Nachdem nun auch die mythischen Kreaturen in der Gegend langsam ausgingen, wurde es immer schwieriger, konkrete Ziele für Bösartigkeit zu finden. Ist das dort drüben ein Spendentransport für ein nahegelegenes Waisenhaus? Traurig, aber ich werde dafür sorgen, dass dieser für den Sieg des Guten zerstört wird. Das ist richtig gemein. Ein Spendentransport fürs Waisenhaus, oh mein Gott. Das wird hier richtig gottlos mittlerweile. Das wird richtig, richtig gottlos mittlerweile.
Bumper hin. Und ja, die machen jetzt auch ordentlich Schaden hier. Das bösartige Böse hatte bereits ein Viertel der Bösartigkeit erreicht. Ein Sieg über Thanos war abzusehen. Talia hatte erneut den Löffel abgegeben. So, ihr geht aber alle wieder in den Dungeon. Ohne Talia kriege ich euch nicht weg. 4000 Bösartigkeit gesammelt. Ja, das ist gut. Das ist schon gut. So, den können wir hier auch noch klatschen. Es ist Zahltag. Das ist schon gut, aber es reicht halt einfach nicht. Das ist ja das Hauptproblem. Es reicht einfach nicht. Genauso wie es nicht reicht, dass ihr hier durchkommt. Aber ich glaube, wir kommen hier in eine gute Art und Weise, dass wir hier irgendwann, dass die Feinde hier nicht mehr durchkommen. Geht auf jeden Fall alles in eine richtige Richtung, würde ich behaupten. Viele Feinde. Viele, viele Feinde. Wo ist Thanos eigentlich? Auf dem Weg hier runter. Das hier will er angreifen. Setz mal ein paar Leute hier hinten hin. Ich guck mal, ob die auch umdrehen. Nee, tatsächlich nicht. Das ist ja gut. Dann können wir die einerseits schon mal ein bisschen angreifen, andererseits ablenken. Ah, die haben so schnell so viel Schaden angerichtet. Was ist denn los mit denen? Die hatten irgendeinen heftigen Buff auf sich. Einen ekligen heftigen Buff. Naja, wir können ja Gorgu nochmal holen. Gorgu. Hierher. Talia. Ich möchte hier einen Gorgu erscheinen lassen. Talia. Die macht halt nicht immer, was ich will. Das ist echt blöd manchmal. Da Gorgu hin. Da Gorgu. Wir haben die 150 Bösartigkeit, Talia. Ist das dein blöder Ernst? Eure Goldader ist fast erschöpft. Das ist echt frech. Und die Goldader, ja, wir haben auch kein Gold mehr. Das hier ist noch Gold. Danach wird's knapp. Und hier sehen wir auch erstmal kein Gold mehr. Da hinten ist noch Gold. Das wird sicherlich nicht so leicht sein, dorthin zu kommen. Weil da sind sicherlich Spinnen und so. Feinde haben den Dungeon betreten. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Hoffe ich mal. Hier ist große Panik. Unter den Schnodderlingen. Da wollen wir mal ein bisschen aufräumen.
Thalia, das alles geschieht nur deinetwegen. Ohne dich würde nichts von alledem geschehen. Ja, verstehe ich schon, Thanos. Aber ich habe hier diesen Speer, der nur darauf wartet, etwas Kopfarbeit zu verrichten. Bisschen schneller machen. Hier kommen vielleicht Schnodderlinge. Eventuell. Wir wollen die Schnodderlinge auch ein bisschen verbessern noch, dass die jetzt auch Stein abbauen können. Und dann können wir nach noch mehr Goldadern suchen, die irgendwo versteckt sind. Das wäre sehr wichtig. Und hier hinten haben wir Gold. Ja, wunderbar. Und da gehen wir natürlich auch ran. Sehr schön. Zahltag. Denn das Gold darf nicht ausgehen. Ihr habt einen Spinnenraum an. Ein weiterer mächtiger Dämon war im Untergrund entdeckt worden. Scheinbar hatte man ihn hier beim letzten großen Versteckspiel vergessen. Dankbar schloss er sich der Armee des höllischen Bösen an. Ja, das zerstören wir hier. Das wird ja eine Schatzkammer für uns. Und die Spinnen werden auch einfach nur zerberstet. Weiter geht's. Ja, die Fallen machen immer mehr Schaden, das ist gut. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenbau angegraben. Weiteren Spinnen, oh mein Gott. Was macht ihr? Ich bin da guter Dinge, dass ihr das hinbekommt. Das hier wird eine große Schatzkammer. Und da kommt eine Tür vor. Wir sind jetzt auch in der Maximaleffizienz von Schatzkammern. Die nehmen hier guten Schaden, obwohl das alles Elitefeinde sind. Geht alles hier in die richtige Richtung, muss man sagen. Diese bösen Taten sind bedauerlich. Aber es muss sein, damit am Ende das Gute triumphieren kann. Was bringt hier dieses Artefakt, was wir gefunden haben? Ein Artefakt war eingelagert worden und gab nun seine Kräfte preis. Zauberkosten weniger Mana brauchen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Thanos hat schon 3000 Bösartigkeit gesammelt. Das können wir halt wirklich nur noch verhindern, wenn wir irgendwann nur noch oben sein können. Weil beispielsweise unsere Fallen so mächtig sind. Feinde haben den Dungeon betreten. Wir uns hier nicht mehr um die Verteidigung kümmern müssen. Und wir sind auf einem guten Weg dorthin tatsächlich, wenn ich mir das hier so anschaue. Wir sind auf einem guten Weg dorthin. Aber bis dahin ist es halt auch noch ein Weg. Ah, das tut alles so weh. Das tut alles so weh hier drüben. Das hier wird eine Schatzkammer. Und dann kommt eine Tür hin. Und ihr macht hier ein bisschen Action. Kann ich Gorgo holen? Manchmal geht's, manchmal nicht. Feinde sind im Dungeon. Nee, kann ich nicht. Eine eurer Kreaturen ist wütend geworden. Natürlich. Jetzt in den Streik gehen. Genau der richtige Zeitpunkt. Wir verbessern die Falle. Oder die Fallen. Sehr gut. Hier ist eine Priesterin dabei, eine Heilerin.
ihn natürlich die ganze Zeit hochheilen kann. Aber schaut euch das an. Unser Fallengang ist mittlerweile richtig effektiv. Okay. Läuft ja eigentlich ganz gut. Weitermachen. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Eins, zwei. Also, wenn wir jetzt einfach mal an die Utopie denken, dass wir irgendwann hier genügend Fallen haben, dass wir nicht mehr runter müssen. Was halt wirklich noch eine Utopie darstellt. Eine eurer Kreaturen ist wütend und streikt jetzt. Dann könnten wir vielleicht das doch noch schaffen mit Thanos. Der hat schon 3000 Bösartigkeit gesammelt. Aber dann können wir ihm alles vor der Nase wegschnappen später. Zahltag. So, wir haben jetzt 2 Goldräume wieder gefunden. Das heißt, Gold sollte erstmal wieder am Start sein. Bösartigkeit haben wir nicht, da gehen wir aber gleich natürlich wieder rein. Ihr streikt wegen Quietscheentchen. Ja, hier, geh doch rein. Geh doch rein, meine Freunde. Geh doch rein. Ihr braucht doch nicht traurig sein. Ihr könnt doch einfach reingehen ins Quietscheentchen-Paradies. Vergrößere euch das auch noch, wenn es euch so wichtig ist. Ich wusste ja nicht, dass es euch so wichtig ist. Aber wenn es so unfassbar wichtig für euch ist, das Quietscheentchen-Paradies, dann vergrößere ich euch das sogar noch. Guckt mal. Nur nicht traurig sein und hier rummeckern. Guckt mal. Alles super. Wir brauchen hier nicht in den Quietscheentchen-Streik reingehen. Perfekt. Eine das brauchen wir gar nicht. Wir machen hier zu. Streikt jetzt. Nein, nicht streikt. Was ist denn los mit euch? Warum streikt ihr denn? Was ist los mit dir? Zeig mir deine Bedürfnisse. Entspannung. Ey, geht doch hier einfach rein. Legt euch hier hin. So ein schönes Ambiente, während hier so viel gebaut wird. Besser geht es doch gar nicht. Ja, die kommen schon durch. Zum Teil. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Aber die werden hier nicht mehr lange durchkommen, glaube ich. Das macht schon viel Schaden. Ich bin echt glücklich, wie das hier läuft. Aber Thanos macht mir wirklich Bauchschmerzen. Der macht mir echt dicke Bauchschmerzen. Seid ihr jetzt hier glücklich? Geht mal hier baden. Alles gut, oder? Ich glaube schon. Dass ich hier eine Goldader verpasse oder so. Nee, also wir haben ja auch Goldadern gefunden, das ist ja alles gut so. Ich wollte nur mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Bin ja hier auch relativ am Maprand. Da gibt es manchmal interessante Dinge. Hier gäbe es zum Beispiel noch Gold. Wir lassen das mal markiert, ich baue da noch keinen Weg hin. Aber wir lassen das durchaus markiert. Dass wir wissen, dort gibt es später auch noch Gold. Sehr gut. Ja, wir haben keine Bösartigkeit mehr. Aber ihr seid ja wirklich alle noch super wütend und null entspannt. Unterhaltet ihr euch?
Eine eurer Kreaturen ist wütend geworden. Geht doch hier. Das ist doch ein Quietscheentchenparadies. Warum legt sich hier keiner rein? Was ist denn los mit euch? Jetzt entspannt doch mal. Ich baue euch gleich eine Folterkammer, wenn das so weitergeht. Ja, brauchen wir eh. Wir brauchen eh eine Folterkammer. Dafür bräuchten wir aber Bösartigkeit. Wie viele von euch Streikenden? Schon viele. Ach du Heilige. Kriegen wir das Einhorn trotzdem? Ich glaube nicht, ne? Nee, nee. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber geht doch baden. Was ist denn los? Das ist so, als wenn eine Gewerkschaft bessere Tarife erstreikt. Ich verachte dich dafür, dass ich wegen dir diese armen Städter vernichten muss. Das Licht wird dich dafür richten. Und zwar Tarife, genau die Tarife, die sich die Gewerkschaft gewünscht hat. Und die streiken einfach weiter. Und sagen einfach, nö, ich nehme das nicht an, das Geld. Ich streike einfach weiter. Aus Prinzip. Ding dong, es ist Zahltag. Das ergibt keinen Sinn. Was ich hier zu sehen bekomme, ergibt auch wenig Sinn, aber es ist mir egal, weil hier die ja doch getötet werden. Wahnsinn. Wahnsinn, was ich hier sehend bin. Aber bitte, liebe Leute. Könntet ihr eventuell mal ein bisschen langsamer machen? Ein bisschen ruhiger machen? Und könntet ihr euch jetzt endlich mal entspannen? Foltern ist so ein Ding. Ja, okay, verstehe ich. Das Problem beim Foltern ist, ohne Bösartigkeit kann ich das gar nicht erst erforschen. 200 bräuchte ich dafür. Wir müssen aber erstmal auf Stufe 6 kommen. Das heißt, wir brauchen nochmal 450. Das heißt, ich brauche 650 Bösartigkeit. Soll ich mir die aus dem Popo ziehen, ihr Lieben? Was mache ich denn da jetzt? Ich schmeiße euch einfach mal in den Feind rein. Könnt ihr ja selber überlegen, ob ihr dann kämpfen wollt oder nicht. Kämpfen oder streiken, es ist eure Entscheidung. Wenn ich mir eure Lebenspunkte anschaue, habt ihr wenig gekämpft. Also Bösartigkeit ist jetzt super wichtig für die Folterkammer. Aber was soll ich tun? Außer abwarten. So richtig viele Möglichkeiten. Thanos war derart geschwächt, haben wir nicht, dass er beschloss, sich zurückzuziehen. Immerhin wurde Thanos geschwächt. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Und das auch ohne Tristan. 2 Minuten. Immerhin. Ich klatsche jetzt ein paar Gurus, damit wir Bösartigkeit bekommen. Wir brauchen ja nur 650. Das geht ja bestimmt ganz einfach von der Hand. Oh mein Gott. Naja, es reicht zumindest schon mal, dass wir hier sagen, wir gehen hier in Stufe 6 rein. Achso, nee, das ist das teurere. Ah, verdammt. Das ist das, was 450 kostet. Ja. Tut schon weh, was ihr hier abbekommt. Aber es tut auch weh, was meine Schnodderlinge abbekommen, wenn wir ganz ehrlich sind. So, wir haben hier zwar ein paar Streikende, aber wir brauchen jetzt unbedingt den Angriff. Und wer nicht mitkommen will, weil er streikt, der kann zu Hause bleiben, ganz ehrlich. Haut ab. Lasst euch töten. Meinetwegen, ist mir vollkommen egal. Ich finde, streiken ist dreist.
Vor allem, weil ich hier als Arbeitgeber wirklich schon mittelklassig versucht habe, auf alle einzugehen. Können wir eigentlich Gorgo holen? Nee. Talia, wie findest du es, wenn wir Gorgo holen? Nicht so gut? Okay, dann mach wie du denkst, Talia. Wer bin ich schon? Ich bin ja nur der Spieler, der das hier spielt. Wer bin ich schon, das zu entscheiden, Talia? Alles gut. Ich akzeptiere deine Entscheidung. Die Göttin hat mich mit neuer Kraft erfüllt. Ich werde das Böse vernichten. So, dann und nehme ich hier schon mal Stufe 6. Sieg für Talia. Talia! Du magst dieses Mal schneller als ich gewesen sein, doch am Ende ist ein Triumph des Guten unausweichlich. Das nächste Gebäude werde ich zerstören. Das werden wir sehen. Wir brauchen 200 Bösartigkeiten noch, damit wir den Folterkeller bauen können. Ob wir das wirklich alles schaffen, Thanos aufzuhalten und hier an Bösartigkeit zu kommen, bevor alle anfangen zu streiken, das sehen wir in der nächsten Folge.